حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. تشيست أنزغا زكثة زيتونك انفاخ التفسير. Wir haben schon Surat al-Fatiha behandelt, dann haben wir mit Surat al-Baqarah angefangen. Also das Thema Tafsir, das ist ein Fach, was viele Fächer einschließt. Also Tafsir, du findest alles. Du findest Arabisch, Grammatik, Rhetorik, findest Mufradat, Vokabeln, du findest Al-Fiqh, du findest Al-Aqidah, du findest Al-Hadith, du findest die Geschichte, du findest alles. Also Tafsir schließt alle Fächer ein, weil Tafsir ist das Ziel. Koran ist das Ziel. Wenn du Al-Aqidah studierst, du studierst, um Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen. Du studierst, um Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Wenn du Al-Fiqh studierst, du studierst, um Allah subhanahu wa ta'ala authentisch zu dienen. Wenn du findest Tafsir, die Gelehrten, sie versuchen, ein Wort zu erklären, wie zum Beispiel Al-Qur'an. Al-Qur'an, das ist, die haben ein Ikhtilaf in Bezug auf Al-Idda, ob das die Reinheit ist oder Menstruation. Und das Wort Al-Qur'an schließt die beiden Worte schließt ein. Deshalb, du findest, die reden über Worte, die reden über alles. Tafsir ist ein Fach, was sehr, sehr wichtig für einen Muslim. Weil ein Muslim, sein Ziel ist Allah subhanahu wa ta'ala dienen, kennen. Du kannst nicht Allah dienen, außer mit einem Basis, das Wissen über ihn. Deshalb, wie wir in Surat al-Fatiha gesehen, Allah redet über sich selbst, lobet sich selbst. Dann kommt man nah und dann bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung. Hedina Sirat al-Mustaqim. Wir sind in Surat al-Baqarah und Allah subhanahu wa ta'ala redet über al-Munafiqin, über das Thema al-Nifaq, die Heuchelei. Siehst du, Allah subhanahu wa ta'ala, also Allah sagt, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen.
aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Also Allah subhanahu wa ta'ala, er redet über die Heuchler. Ibn Kathir in seinem Tafsir, er sagt, die Heuchelei, also er definiert, was Heuchelei ist. Er sagt, An-nifaqu idharul khayri wa israrul shar. Also bedeutet, du zeigst das Gute, al-khayr, und du bedeckst in deinem Herz Übel. Also wie ich gesagt habe, al-nifaq ist eine Spaltung zwischen das Innere und das Äußere. Das ist allgemein, so ist al-nifaq. Er sagt, al-nifaq ist viele Arten. Es gibt al-nifaq i'tiqadi von al-aqida, das ist al-nifaq von dieser Munafiqin, worüber Allah redet. Sie haben al-kufr in ihrem Herzen, aber sie zeigen al-iman und sie sagen al-iman, sie sprechen al-iman aus. Das ist al-kufr, das ist al-nifaq al-i'tiqadi. Und das ist großer Nifaq heißt das. وهو الذي يخلد صاحبه في النار. Also sein Besitzer, derjenige, der so einen Nifaq hat, er bleibt ewig in Jahannam. Und er sagt, es gibt einen Nifaq amali. Nifaq amali bedeutet praktisch. Das ist, wie man lügt. Lügen ist ein Nifaq, weil man sagt eine Sache, was nicht stimmt. Und du weißt innerlich, dass es nicht stimmt. Er sagt, das ist eine große Sünde. Deshalb, er führt eine Aussage von Ibn Jurayj, sagt, Al-Munafiqu yukhalifu qawluhu fi'la. Also, auch, es gibt eine Spaltung zwischen Aussage und Tat. Und innerlich und äußerlich. Also, das ist ein Nifaq al-Amali. Oder Professor Leitzel redete über, wie jemand streitet, Fajr. Er sagt schlechte Worte. Schlimme Worte sagt das. Also das ist eine Art Nifaq, das ist nicht Kufr, sondern das ist eine Sünde. Ibn Kathir sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er redet über die Eigenschaft von den Munafiqin in der Sura al-Madaniyah. In die Suren, die in al-Madina herabgesandt wurden. Weil in Mekka, er sagt, in Mekka, es gab keinen Nifaq in Mekka. Im Gegenteil, es gab eine andere Tat und sogar manche, die haben Al-Kufr gezeigt, obwohl sie ein Iman im Herzen haben. Wie Ammar ibn Yasir, alles die Mushrikin ihm gequält haben. Und er hat den Propheten beleidigt mit seinem Wort. Aber in seinem Herzen war Mu'min. Das war eine andere Art von Nicht-Übereinstimmung zwischen das Innere und das Äußere. Ibn Kathir erwähnt das. Das ist aus Zwang, haben die Al-Kufr gesagt, aber das Innere, im Inneren war Iman. Aber als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, al-Hijra nach al-Medina, und, also ich sage noch was mit Kathir, er redet jetzt über den Nifaq, er sagt, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nach al-Medina, al-Hijra nach al-Medina gemacht hat, und dort war Ansar. Ansar gab zwei Stämme. Al-Aus und Al-Khazraj. Ansar gab zwei Stämme, Al-Aus und Al-Khazraj. Und in ihren Jahiliyyah, die haben die Götzen angebetet. Auf die Art von den Mushrikin. Die Mushrikin von Al-Arab. Also die Mushrikin von Al-Arab, die hatten eine einzige Art, ihren Schirk durchzuführen. Und die haben die Götzen angebetet. In Mekka, in Medina, in Taif, alle Stämme. Die haben die Götzen, also die Steine angebetet. Deshalb gibt es Bücher, wurden geschrieben, das Thema Götzen, wie das Buch Al-Asnam. Und wie die Araber diese Steine angebetet haben. Obwohl sie Allah subhanahu wa ta'ala auch angebetet haben. Er sagt weiter, Und die waren in den Jahiliyyah, die haben die Götzen angebetet, auf die Art von den Mushrikin. Und auch in den Medina gab es die Leute der Schrift, die haben auch ihren Art. Und sie waren drei Stämme, Banu Qaynuqa, die waren die Anhänger von Al-Khazraj,
Und Banu Nadir und Banu Qurayza, die waren die Anhänger von Al-Aus. Also es gab immer Kriege zwischen diesen beiden Parteien. Als der Prophet sallallahu kam nach Al-Medina, die meisten Ansar, die haben von den beiden Stämmen Aus und Khazraj, die haben dem Prophet sallallahu gefolgt. Und wenige von den Leuten von Schriftjuden, die haben dem Propheten gefolgt, wie Abdullah ibn Salam, der war ein Hawar, der war ein Gelehrter von ihnen. Und Ibn Kathir sagt, in dieser Zeit gab es keine Heuchelei. Also bis jetzt gab es keine Heuchelei. Warum? Weil die Muslime hatten keine Macht. Warum soll jemand heucheln? Also die Muslime hatten keine Macht. Man zeigt seinen Schirk. Kann man seinen Schirk zeigen? Aber er sagt, alles, die Muslime, die Mushrikin von Quraysh in Badr besiegt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Islam so eine Macht gegeben haben. Der Führer von, es gab einen Führer in Al-Medina, heißt Abdullah ibn Ubay ibn Salul, und die wollten ihn als König in Al-Medina, bevor der Prophet kam, die waren einig, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul wird ein König von Al-Medina. Und er war von dem Stamm von Al-Khazraj. Aber die beiden Stämme, die waren einig, dass diese Persönlichkeit eine Führung haben wird. Aber als der Prophet kam, die beiden Stämme, die haben den Islam angenommen. Und dieser Mann, er hat einen Hass gegenüber dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er diese Stellung von ihm als Führung von Al-Medina genommen hat. Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war ein Führer von Al-Medina anstatt dieser Mensch. Und daher entstand diese Heuchelei, weil dieser Mann, er konnte seinen Schirk, seine Kufr nicht zeigen. Er hat das in seinem Herz versteckt. Deshalb entstand diese Art Menschen, Al-Munafiqun. Allah sagt, sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, indem sie gesagt haben, dass wir glauben. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was sie im Herzen haben. Khadi'un Allah wal-ladhina amanu. Wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Also Ibn Abbas, Ibn Mas'ud sagen, also in ihren Herzen ist Krankheit. Und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Also was für Krankheit ist das? Also findest du das Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, also Ibn Abbas, das ist der Cousin vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua für ihn gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Deutung von Al-Quran lehrt. Und deshalb die wurde genannt Turjuman Al-Quran, also bedeutet derjenige, der Al-Quran deuten kann. Und Ibn Mas'ud, das ist ein Faqih von As-Sahaba, ist ein großer Gelehrter von As-Sahaba. Und hat gesagt, Wallahi, ich weiß jede Ayah, warum wurde sie herabgesandt und warum und in je und wo und in welcher Zeit. Also bedeutet Ibn Mas'ud, das ist ein Gelehrter in der Tafsir und der Fiqh. Und die anderen Sahaba sagen, dass die Krankheit ist Zweifel. Also dass in ihren Herzen ist Krankheit, ist Zweifel. Aber manche Tabi'in, Mujahid, das ist ein Schüler von Ibn Abbas, Mujahid, das ist ein Mujahid ibn Jabr, also diese Namen sollte er merken, Mujahid ibn Jabr, das ist ein Schüler von Ibn Abbas, er sagte, Mujahid sagte, ich habe den Koran zweimal vor Ibn Abbas rezitiert, ich frage ihm nach jedem Ayah. Also Mujahid ibn Jabr, der hat den Koran von Ibn Abbas gelernt, Tafsir. Und Hassan, also wenn er hört Al-Hassan, so definiert, Hassan al-Basri heißt das.
Hassan al-Basri, das ist ein Tabi'i. Und Ikrima auch. Taus, das sind alle Tabi'in, das sind alle Mufassirun, das sind alle Leute, die den Tafsir von den Sahaba gelernt haben. Diese Partei von Tabi'in sagen, dass die Krankheit hier ist Ria, Augendienerei. Und manche anderen sagen, dass die Krankheit hier ist die Heuchelei. Das ist eine starke Meinung und alle diese Meinungen sind richtig, weil Heuchelei, Zweifel, Augendienerei, das sind alle eingeschlossen in dem Wort Krankheit. Alle sind Krankheiten. In ihren Herzen ist Krankheit. Und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Es gibt eine Regel in Bezug auf Al-Iman. Also, und es gibt verschiedene Ayat, zahlreiche Ayat, reden, dass wenn jemand Al-Iman zeigt und er kommt nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ermehrt sein Iman. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زِدْنَاهُمْ هُدَى. Diejenigen, die Rechtleitung praktiziert haben, wir haben ihnen noch mehr gegeben. Und hier, du siehst, im Gegenteil, in ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu lügen pflegten. Also hier diese Bedeutung von Al-Iman und Al-Kufr und Al-Nifaq. Es gibt ein Ayah in Surat Ibrahim, das sollen wir jetzt analysieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Übersetzung, siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln festsitzen und dessen Zweige ist in den Himmel reichen. Er bringt seine Früchte zu jeder Zeit hervor, mit der Erlaubnis seines Herrn. Und Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf das sie bedenken mögen. Also diese authentischen Bild von Al-Iman, das ist wie ein Baum. Diesen Baum hat drei Charakteristika. Erste Charakteristika, Allah beschrieb sie mit einem Guten. Also es bedeutet, wie ein guter Baum. Also gut bedeutet, sie sieht schön aus. Deshalb Sahaba sagen, dieser Baum ist Palme, ist die Palme. Sie sieht schön aus. Sie riecht schön. Wenn du sie anfasst, das ist auch weich. Also die ist auch schön. Zweite Charakteristika, die Wurzeln sind fest, die sitzen fest. Du siehst die Wurzeln von einer Palme, die sitzen fest. Das ist die zweite Charakteristika. Und dessen Zweige in den Himmel. Dritte. Viertens, man sieht die Früchte. Also vier Charakteristika. Also dieser Baum, das ist wie das Wel-Iman, das Wort von der Tawhid, das Wort von der Ikhlas. Das Wort von Al-Ikhlas ist schön, weil das Wort von Al-Ikhlas beschreibt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Schönheit. Al-Haqiqa. Und das Wort von Al-Tawhid, das bezeichnet die Vollkommenheit der Schönheit. Warum? Weil sie beschreibt eine Wahrheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ilah in dieser Welt. Al-Ilah, der die Anbetung verdient hat. Und wenn du schaust, das Gegenteil, weil es kommt noch das Gegenteil von diesem Baum und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum. Das Gegenteil von der Tawhid, du siehst die Menschen, die beten eine Maus an oder sie dienen eine Kuh. Oder sie verehren einen Mensch auf eine Art Anbetung. Oder sie beten die Planeten oder sie beten die Steine. Also dieses Bild ist schrecklich, ist nicht schön. Deshalb, das Wort von der Tawhid ist schön.
Sein Wurzel ist vertieft in dem Herzen des Mu'min und zeigt sich in die, also wo zeigt er? Zeigt sich in der Zweige. Das sind die Taten. Die Gebete, das Fasten, Sadaqa, Zikr, Rezitation von Koran, Al-Hajj, Al-Umra, alles, was ein Mu'min macht, das sind Zweige. Und die Früchte, das sind die Glückseligkeit. Saada, die Glückseligkeit, was ein Mu'min lebt. Und das Gegenteil, Nifaq zum Beispiel, Heuchelei zum Beispiel, du findest, dass dieses Wort, was gesagt wurde, hat keine Wurzel im Herz. Es gibt keine Verbindung zwischen das Herz und die Taten von den Munafiqin, was sie gemacht haben. Sie haben mit Prophet gebetet, sie haben Al-Quran rezitiert, sie haben Al-Adhkar gemacht, sie haben das Wort von der Tawhid ausgesprochen. Aber diese Taten haben keine Wurzel im Herzen. Deshalb, du siehst keine Früchte. Die sind unzufrieden, unglücklich. Deshalb die Definition von Glückseligkeit, das ist, wenn Al-Iman eine Stelle, eine tiefe Stelle im Herz findet. Und dieser Iman verlangt eine Tat, Zweige. Dieser Iman verlangt eine Tat, Gebete, Hajj, Umrah, Sadaqa, Dhikr, ist das im Koran. Nicht wie diejenigen, die sagen, Al-Iman ist im Herz, aber man macht nichts. Es gibt sowas, gibt es nicht. Und daraufhin, durch diese Zweige, diese Gebete, diese Taten, entsteht die Glückseligkeit. As-Sa'ada. Du siehst, dass das Bild von Al-Mu'min, was in Surat Al-Baqarah beschrieben wurde, das ist das authentische Bild der Glückseligkeit. Weil das ist der einzige Weg von Glückseligkeit und Zufriedenheit. Und andere Wege gibt es nicht. Weil das zweite Bild von jemandem, der nicht glaubt, natürlich ist er wahrhaftig. Aber das Wurzel, was er im Herz hat, ist kein Iman. Es gibt kein Iman. Das ist genau wie das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde heraus gerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Deshalb du siehst, dass die Persönlichkeit von jemandem, der nicht glaubt, jede Art Wind kann ihm schütteln, kann ihm in die Irre führen, kann ihm traurig machen, kann ihm zum Schmerz führen. Also ein Mu'min soll dieses Bild realisieren. Also man soll wirklich mit seinen Taten des Herzens beschäftigen, mit dem Iman, mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Verehrung, der Tawakkul, Vertrauen, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, die Hoffnung. Und danach kommen die Taten und dann kommen die Früchte. Hier will ich einen Nutzen sagen, diese Baum. Es gibt eine andere Bedeutung. Diesem Baum, dieses Wort, diesem Baum hat eine Stelle in diesem Boden, auf dieser Erde. Von Adam a.s. und Nuh und Ibrahim. Ismail und Ishaq und Jakob und Musa und Isa und Dawud, Suleiman, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Shu'aib, Salih, alle Propheten. Das bedeutet, dass das Wort von der Tawhid, er hat eine Stelle auf dieser Erde. Und alle diese anderen Worte, die Ideen und Worte, Philosophien, die kommen und gehen. Lies die Geschichte, du findest, kommt jemand mit einer Theorie und danach wird gezeigt, diese Theorie ist falsch. Da kommt eine andere Theorie. Das bedeutet, diese Theorien und diese Philosophien und diese Ideologien, die haben keine tiefen Wurzel auf dieser Erde. Aber das Wort von Tawhid, das hat eine Wurzel. Es ist nicht nur wir
glauben. Früher die Leute haben geglaubt, von Adam a.s. Und diese Zweige von diesem Wurzel findest du in jedem Ort jetzt. Die Taten von den Mu'min in China und in Indien und überall in der Welt findest du Gebete, Adhkare sind vom Koran. Und jeder nimmt seine Früchte von dem, was er gemacht hat. Das ist unsere Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere, Moment, ich muss das lesen, wir lesen, Moment. Also in ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit not gemerkt. Also wir haben schon erklärt, was Krankheit. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu lügen pflegten. Also das ist unsere Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Wissen mehren. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.